Ja, also auf der Bank hält sich die Motivation zurück. Klar, man feuert seine Mannschaft an und probiert von außen alles zu geben, aber auf dem Spielfeld ist es noch mal was ganz anderes und darauf freue ich mich schon sehr. Sarai Linder hat sich in den letzten Monaten reingespielt in dieses Team auf der linken Außenverteidigerposition. Vor allem, sie sind immer zu zweit da und sie sind bereit für diese Pressschläge, für diese Prellbälle. Und das ist genau diese Körpersprache, die man gegenüber dem ganzen Team zeigen muss. Linder. Mit Sidney Lohmannsee. So, und das ist natürlich die Gefahr, die es immer wieder zu minimieren gilt. Die sich bei Lyon in den letzten Wochen so ein bisschen rangekämpft hat. Zu Beginn der Saison ja oft nur von der Bank gekommen. Tor! Tor Deutschland! Alexandra Popp! Wer sonst, mag man sagen. Gut. Und die dänischen Verteidigerinnen da viel zu weit weg von einer Spielerin wie Alexandra Popp. Deren Kopfballspiel ja nun jedem bekannt sein dürfte. Das Beste, was es im Frauenfußball in der Luft überhaupt gibt. Gegenspielerinnen binden und irgendwann wird einer durchrutschen. Linda. Bühl. Also Stine Balisaar doch so eher auf der rechten Position, wenn man mit Ball in Dreierkette aufbaut. Nicht zentral, das ist schon verwunderlich, denn sie hat ja die Erfahrung, eine Abwehrkette zu dirigieren. Und die junge Brühl Obasa habe ich angesprochen. So, also eben war der Daumen noch oben bei der Betreuerin. Jetzt sehen wir hier aus der Ferne so ein Kopfschütteln. Mal gucken, ob das weitergehen kann mit Sava. Aber erstmal weiter die deutsche Mannschaft. Und dadurch auch alle Gegenspielerinnen binden und irgendwann wird einer durchrutschen. Nüsken. Wieder Thomsen, die viel, viel macht nach ihrer Einwechslung. Gut aufgepasst von Hegering gegen Haspoda. Gutes Timing. Jetzt das Zupacken im zentralen Mittelfeld. Stark gemacht von Sioke Nüsken. Bühl, die erarbeitet sich immer wieder den entsprechenden Raum da auf ihrer linken Außenbahn. Linda sucht Pop, findet aber Lohmann. Das sind gute Bälle, dass man nicht immer alles direkt zwischen Elfmeterpunkt und Fünfer reinbringt, sondern eben auch eher Richtung 16er, wo Sidney Lohmann auch lauert. Sie hat ja schon mal einen Abschluss, den sie nicht so gut getroffen hat. Aber die Däninnen rutschen jetzt so weit vor das eigene Tor zurück. Und wieder was gegen den Ball arbeiten hier von Sarai Linder. Und das ist die Gefahr, die ich beschrieben habe. Wenn es dann mal nicht klappt, ist der Raum im Rücken. Ja, die Rufe sind bis hier oben zu hören. Die Warnung, dass da von hinten eine Gegenspielerin kommt für Sarai Linder. Ihre Verfassung und ihre Form kommt. Die Wolfsburger. Aus ihrer Sicht zu wenig Spielzeit, sowohl im Verein als auch in der Nationalmannschaft hin und wieder beklagt hat. Aber auch die Leistung nicht gezeigt hat zuletzt. Klare Delle. Ecke Bühl wieder. Und sie bleiben fokussiert. Merle Froms spielt mit, war mit aufgerückt, kann den Ball jetzt sauber entgegennehmen und wieder neu aufbauen. Vorbeigelegt von Nüsken. Ja,
Es sind wirklich viele, gerade auch welche, die jetzt bei der EM dabei waren in Weißrussland. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf.